Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Enchanted Arms. Beim letzten Mal haben wir uns aus der Schule geschlichen. Haben hier im Festival uns auf die Suche nach Golem-Tickets gemacht, um einen persönlichen Golem zu bekommen und können diese nun einreichen. 4 Tickets, 3 Golems. Tiam Tops. Aha. Tygalion. Oh ja, das ist meiner. Oh ja. Angelina. Ein Heilgolem. Tygalion, gib mir den. Yeah. Ja. Ich hab. Aber gut, ganz viel gegessen. Yeah. Tygalion ist der Gruppe beigetragen. Oh ja, es ist sogar ein Tiger. Habe ich fast vermutet. Ich wollte es jetzt noch nicht unbedingt sagen, aber. Sehr schön. Blau mein. Oh, ist das. Ist das putzig? Okay. Ich habe ihn mir jetzt irgendwie größer vorgestellt. Oh ja, okay. Okay. Toya und Makoto gehen natürlich und wir stehen jetzt mit unserem Golem im Rampenlicht. Wobei ich mich jetzt an der Stelle natürlich einfach mal frage, kämpfe ich jetzt zumindest mit dem Golem oder nur der Golem? Aha, kämpfen und dann gewinnen. Oh, ein Ringname. Ja, Burning Atsuma ist ganz gut. Die anderen haben mir tatsächlich auch nicht zugesagt. Das sei mal so gesagt. Ah, aha, ja gut. Das ist praktisch. Heilung ist immer gut. Er kann gewinnen. Er kann gewinnen. Gib mir ein paar Hinweise. Können im Feld. Skills können im Feld gefunden werden. Aha. Verstehe. Du gewinnst, wenn du gewinnst und du verlierst, wenn du verlierst, ja. Macht Sinn. Crawford. Okay. Also, ich sag mal, ich brauch's nicht, weil das Herz auch funktioniert. Das allererste Tutorial habe ich auch nicht gemacht. So, this is where the match is pretty big. Ah. Now I'm getting into this. Bitte, das meine ich. Es klang für mich, er redet ja nicht wieder, also brauche ich nicht warten unbedingt, aber. Ich glaube, ich bin sowieso ein Ticken zu schnell, also ich könnte es auch langsamer machen. I hope those two got good seats. Hallo! Komm mal, ich bin hier! There. Hey guys, watch closely, okay? Oh, how embarrassing. Let's just cheer him on, okay, Makoto? Echt mal. Right, I've gotta put on a good show. Come on then, let's get this started! Let's get this party started. Open the Annihilator, Enchanter of the Shadows versus Burning Atsuma, Blazing Enchanter. Let the match begin. Was ich sagen muss, ist, bei sowas ist immer sehr schön, dass die Namen übernommen werden und ausgesprochen werden. Wenn ich jetzt selber was hätte eingeben müssen. Ja, wäre vielleicht kreativer gewesen, aber das wäre wieder nicht ausgesprochen gewesen. Das ist immer doof. So, was kannst du genau? Du kannst Blow und Power Charge. Den kannst du aber nicht machen, weil deine EP dafür eh nicht reichen. Mein größtes Problem wäre natürlich, dass ich
Power Charge kann, während Asuma da steht. Also machen wir es mal so. Yeah! Was auch immer sie gesagt hat. Was mir jetzt beim ersten Blick tatsächlich nicht gefällt, ist die Tatsache, dass nicht angezeigt wird, wie ich mich bewege. Beziehungsweise wie sich der Gegner bewegt. Ich bin halt auf einmal dann da. Oder der Gegner ist dann auf einmal dann halt da. Aber, naja. Das sind, wenn dann, Kleinigkeiten und da stehe ich drüber hinweg. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Yeah! Da hätten sie aber jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Power reinlegen können in die Stimme. Naja, egal. Right on! I'm on fire! I'm not gonna lose to anyone today! Haha, bring on the next opponent! I'll beat him black and blue! Ooh, schwarz und blau. Who's there? Mein nächster Gegner? Nehme ich mal an. Allow me to compliment you. Well done. And who might you be, huh? All right. The first, solely for money. The second, no sleep, no rest, only money. The third, no glory, just money. The fourth, good or bad, all for the money. She who hunts golems down to fill up on cash. The queen of golem hunters, Yuki! Never heard of you. Insolence! Ich meine, gut, geht mir genauso, aber... You know just how to rub me the wrong way. I get that a lot. Ooh! Stop mocking me! What? I'm going to crush you. Although I don't think I'll need my full power to defeat you. You're not about to try and run off now, are you? No way! And I'm not gonna go easy on you just because you're a girl. I should warn you. I'm strong. If I win, all the money you've made... Oh yeah, I'll swipe it from you. Darf sie das? Ist das regelkonform? Shut it! I'm gonna be the one doing the swiping. And now, the Queen of Golem Hunters, Yuki versus... Burning Atsuma, Blazing Enchanter! Let the match begin! Woo! Oder so. Es klingt halt so ein bisschen leer. Nicht sehr actionreich. Da fehlt halt so ein bisschen das Umf. Oh, sie hat einen Gecko. Ist das immer random, wie ich aufgestellt werde, oder was soll das? Verwundert mich halt irgendwie. Ja, sie schießt, das war ja irgendwie anzunehmen. Bleibt mir ja nicht allzu viel übrig eigentlich so. Ach, das sagt. Das meine ich, das sagt sie wieder nicht, aber das weiß ich ja nicht. Tja, gute Frage. Also, wie die steht, werde ich niemals halt einen stärkeren Angriff machen können, außer einen Blow eben. Oha. Du musst definitiv nach hinten und ein Standby machen. Du musst hier hin, du musst diesen kleinen Gecko da platt hauen. Yeah!
Gut, dass sie jetzt diese ganze Reihe durchschießen kann, das wusste ich nicht, aber passt ja. So wie es aussieht, hat Tiger Lion sein Level-Up gekriegt. You're pretty good, though. Great match. My reputation as a golem hunter is down the drain. Oh, beaten by a measly kid like you. A kid? Come on, you're younger than me. Ew! Another one! What? You want to fight again now? Of course! You and that arm of yours. Is that a new type of golem? I've never heard of an arm-mounted golem before. Which means it should sell for big, big bucks! Woo, baby! What do you want with my arm? If I win, that arm is mine. The fuck? I'm not about to hand over my arm. How many times do we have to fight before you're satisfied anyway? How many times do you think? Until I win, obviously. Look, you. If I give up now, my travel expenses, my living expenses, I'll be in the red. Why do you think I dragged myself all the way out here to Yokohama, huh? The call of big cash. Though now it's fast becoming the dread of big debts. That's tough, kid. Well, I'll be off now. Off? You're not going anywhere. Come on, then. We're not done yet. Whoa, hold on a minute. Something's wrong. Ja, das ist nicht ganz normal, glaube ich. Atsuma, it's an earthquake. Come on, we have to get out of here. Tell me about it. Hey, you're not getting away. If we don't get out of here, we're gonna get squashed. Come on! Na, wenigstens hat sie es verstanden. Hätte ja sein können, dass sie weiter unansichtig ist, aber das ging ja einigermaßen. Jesus. Drehen die Hilfs... Tatsächlich. Also alle Hilfsgolems drehen gerade... Was? Ein Hundegolem? Ja, das sind Hundegolems. Hat sich dieser Kanonengolem gerade selber umgebracht? Ach, das ist ein Pizzagolem. Du Scheiße. Gut, das ist ein bisschen platt, aber ich habe trotzdem gedacht, das ist ein Menschenkostüm. Ja, sehr schöne Events. So ungefähr das, was ich erreichen wollte, dass man ein bisschen Action ist, bevor ich für die heutige Aufnahmesession aufhöre, wo bemerkt. Oh. Aber hey, alles geht in Schutt und Asche über. Sehr schön. Oder auch nicht. Oh, well, I'm glad I got out of there in one piece. Ah ja, wenigstens geht's mir gut. But look at all of this. What's happening? Who cares? Let's get out of here. Makoto is right. We need to get away from here. Somebody, please, help me. Do you hear that? It came from the direction of the station. The station. That's to the south of the trade district. Let's go and save him. Keine Einwände von irgendwem? Wundert mich ja so ein bisschen, aber bin ich ja ganz glücklich drüber. Okay, du bist also mein Heilpunkt und du bist ein Speicherpunkt oder so? Ah, du bist ein Shop. Okay. Faszinierend.
Torpede. Alle können das lernen. Also rein theoretisch könnte ich haufenweise Geld farmen, um dann damit Skills zu kaufen. Wenn ich ja rein theoretisch auch dafür sorgen könnte, dass wirklich absolut jeder hinterher jeden Skill drauf hätte, nehme ich an. Aber ob ich das so will, weiß ich nicht. Nur die Stampede jetzt noch benutzen? Nee. Dann ist es unter Charakter oder was? Status. Skill. Skill ist gut. Skill ist nicht gut. Gut, Tiger Leon kann natürlich jetzt nicht so. Ja, wahrscheinlich unter Skill sich mal auf. Jetzt kann er nämlich noch. Jetzt kann er nämlich Stampede lernen. Und jetzt kann ich Stampede auch ausrüsten. So. Okay. Bisschen umständlich. Aber ist okay. Ach, das ist schon die Station. Okay. Help me! It's a Van Dog. Aren't they guard dog golems used by the city forces? So, why are they attacking people? Save the analysis for later. Let's save that guy! Yeah! Aber in der Theorie ist das eine gute Frage. Warum passiert das hier? Aber dann wiederum ist es ein relativ simpler Gegner, also was soll's. Erstmal du nach vorne, du powercharge mich. Hat er jetzt gemacht, ne? Oder? Ja, okay. Wenn du das gemacht hast, ich weiß nicht, ob das tatsächlich in der Reihenfolge so funktioniert, ich hoffe mal. Dann gehen wir hier nach vorne und benutzen den Flare Rush. Währenddessen gehst du nach hinten und benutzt das da. Und wenn das alles vorbei ist, dann haben wir Dinge getan. Oh yeah! Klappt das? Ja, das klappt. Gut zu wissen für später mal. Yeah! So macht man das. That takes care of that. Are you okay, sir? Yeah. Yeah. Thank you. But why have the golems suddenly gone crazy? I have no idea. First an earthquake, and now all the golems have gone insane. How can this be? Yokohama's own golems going on a rampage? Aren't they fitted with overrides? Control bolts? Look around. You can't deny the mayhem. The city forces were meant to be practicing maneuvers in the suburbs today, right? Yeah, that's right. Then maybe they can sort this mess out. Oh, of course. I'll contact them immediately. Please do. Thanks again. Good call, Toya. Cool and calm as always. Thrilling to see you in action. Help! Come on, let's go to the square. Das Rettungskommando ist schon. Ah! Einfach so Zwischenkämpfe, alles klar? Oh nein, Pizza, Mann! Nicht du! Mir wurde mal gesagt, das funktioniert auch relativ gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Tatsache. Also es wird wahrscheinlich hinterher dann mir sehr viel Zeit sparen, wenn ich es einfach so machen kann. Aber es ist natürlich... Ja, ich sag mal, theoretisch ist es nicht so spannend, wie wenn ich es tatsächlich selber mache, aber naja, es funktioniert halt. Pizza! Get away from me! Inwiefern bist du jetzt ein mutiges Kind? Quiz? Quiz time? Get back! You're scared!
in pizza golems too? Even the non-combat golems have gone insane. Golems attacking children? Not in my city. Hang in there, kid. We'll save you. Ich weiß, was der Satz bedeutet, aber ich wollte schon immer mal sagen, es ist nicht deine Stadt. Du wohnst nur da drin. Lass den Bürgermeister das mal machen. Funktioniert das ja auch wieder? Echt, dieses komische Liebeshorn von ihm, das ist faszinierend. Ja, es funktioniert. Gut, die Macht des Feuers bei einem Pizzagolem, der selber die ganze Zeit rumbrüllt. Pizza, naja. Beziehungsweise heiß, heiß. You okay, kid? Yeah, thanks. Don't cry, kid. It's okay now. Yeah. Look around, Atsuma. It looks like the number of golems is decreasing. What? Yeah, you're right. What's happening now? I think they're heading for the school. The school? Why? Why? How would I know? Forget that anyway. Toya, don't you think it's getting a little cold? Cold? What's this? The ice hexa? Snow? It's snowing? I've never heard of it snowing in Yokohama before. Me either. What does this mean? Die Schneehexe, die Legende ist wahr. Kid, what's wrong? Hey! Hey, kid! You can't sleep here, wake up! Damn it, what's wrong? Atsuma, it looks like this snow is draining people's life force. Life force? We enchanters seem to have some resistance to the effects. But those without such resistance, well, see for yourself. Don't worry. It's not strong enough to kill them. He isn't dead, Atsuma. Don't worry. Why should an innocent kid like this have to suffer? Today is the festival. The festival! Everyone should be... They were all having such fun until... only a short while ago. And now this? Atsuma, we shouldn't be out too long in this snow ourselves. Let's start by getting out of Yokohama. Mikado! What now? You said the golems were heading to the university, right? Yeah, that's certainly what it looked like to me. It was disturbing, seeing them all move with such purpose. Why do you ask? I'm going back to the university! An idea! A horde of rampaging golems just went that way, Atsuma. Which is exactly why I'm going. We can't leave things like this. There might still be people there who haven't managed to escape yet. And? And Coda is still... Coda? You're worthless mutt? What are you talking about? This is no time to be worrying about some stupid dog. No, this is exactly the time. Okay, I'll go with you. But you'll need to look after yourself. With all these golems, I won't be able to look out for you. No problem. If Toya's going, then so am I. Of course I am. But you really give in too easily to him, Toya. Ja, wenn's mein Hund geht, würde ich hier auch keinen... Naja. Achso, jetzt erklärt er mir das Ding erstmal. Auch schön. Ja, wenn es hier um Hunde geht, verstehe ich auch keinen Spaß. Drücke X vor einem Laden, um einen Laden zu benutzen. What? Ah ja, läuft doch alles schon mal schön aus dem Ruder. Ich bin sehr gespannt, wo das jetzt noch hinführt. Aber ja, bis zum nächsten Mal werde ich wahrscheinlich absolut dran gar nichts machen. Wir werden einfach direkt zur Schule gehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es bisher definitiv sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Atsuma und seine Freunde prügeln sich demnächst auch wieder durch die Gegner und Golem-Horden. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr mich abonnieren oder dieses Glöckchen aktivieren, damit ihr jederzeit mitkriegt, wenn ich etwas hochlade. Und ansonsten tobt euch doch auf dem Kanal aus. Mit über 100 Projekten wird schon irgendwas dabei sein, was eurem Genuss entspricht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Kommi.